Hi, du willst dich zurücklehnen, ein bisschen Nostalgie genießen? Dann bist du hier genau richtig. Die Siedler 2 Gold Edition, ich habe es runtergeladen. Das Spiel ist von 1997, wie ihr unten seht. Das ist die deutsche Version, daher auch deutsches Gameplay. Das Spiel kommt auch aus Deutschland. Als es rauskam, war ich 3 Jahre alt und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Es ist schon einige Jahre her. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, dass ich die komplette Kampagne hier durchspiele, die römische Kampagne, dann vielleicht Überwechsel zur Weltkampagne und vielleicht auch freie Spiele aufnehmen. Muss ich mal schauen. Habe ich alles schon ewig nicht mehr gemacht. Mein Ziel ist es, nach den Siedlern 2, die Siedler 3 und die Siedler 4 auch durchzuspielen. Das Ganze ist ein bisschen so Backseat Gaming. Ihr könnt euch zurücklehnen und euch ein bisschen Popcorn schnappen und... Genau, fangen wir jetzt einfach an mit der ersten Kampagne und schauen, was dabei passiert. So. Jetzt müsste ich hier nochmal die Fenster kurz anpassen in der Aufnahme. So, wir sind wieder im Spiel. Ich habe jetzt die Einstellungen angepasst. Das Game-Menü hat eine andere Auflösung wie das Spiel selber. Das ist ein bisschen unpraktisch, aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Ich würde vorlesen, Tagebuch des Octavius, 4. Tag nach dem Schiffbruch. Gestern fanden sich alle Überlebenden zusammen, um die Lage zu beraten. Da keine Aussicht auf eine baldige Rettung besteht, beschlossen wir, uns auf dieser fremden Insel niederzulassen. Dabei werden uns die geretteten Güter aus dem Schiff eine große Hilfe sein. Das Wichtigste ist, die Rohstoffe der Insel für den Aufbau einer Siedlung nutzbar zu machen. Wir benötigen dringend Unterkünfte für einen Holzfäller, Schreiner und den Steinmetz. Aufgabe, bauen Sie die Unterkünfte für einen Holzfäller, Schreiner und Steinmetz. Fortfahren. So. Okay, die Maus ist invertiert. Mit Rechtsklick läuft das hier ab. Und hier sind überall so kleine gelbe, sag ich mal, Figürchen. Das hier unten ist meine Hauptauswahl. Optionsfenster. Ach, guck an, da machen wir die Soundeffekte ein kleines bisschen runter. So, dann hört man das noch ein bisschen, hoffe ich. So, aber es brütet mir die Ohren nicht weg. Huch. Ah, okay. Ein Rechtsklick auf das Fenster funktioniert. So, wenn wir jetzt das Spiel hier vor uns haben, können wir mit Leertaste können wir aktivieren. Und zwar ist das hier unten diese Ansicht. Jetzt habe ich hier das Fenster offen. Diese Ansicht. Und das Spiel funktioniert so, dass man hier zum Beispiel das kleine Haus anklickt und dann sieht man, was man hier bauen kann. Das große Haus hat die Möglichkeit, auch kleinere zu bauen. Heißt, das Sägewerk ist ein mittleres und im Großen haben wir noch nichts. Was stand hier gerade? Schloss bauen, Haus bauen, Hütte bauen. Also Schloss, Hütte und Haus. So, wir brauchen einen Steinmetz. Ah, okay, cool. Die Maus springt immer hin und her. Wenn wir diese Fahne anklicken, müssen wir jetzt einen Weg hier zum Hauptgebäude errichten. Jetzt bauen wir eine Straße. So. Und je mehr Fahnen wir dazwischen haben, desto mehr Abzweigungen können wir einsetzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und an den Fahnen können wir Gelehrte rufen und Erkunde aussenden. So, dann würde ich noch eine Holzfällerhütte am Holz hier drüben bauen. Und... Ja gut, das war jetzt nicht unbedingt der schönste Weg. Dann machen wir das nochmal. Ja, sollte passen. So, und damit das Ganze nicht so lange dauert. Achso, haben wir jetzt hier Namen. Und wenn ich mit V arbeite, dann läuft das Spiel ein kleines bisschen schneller ab. Und ich würde hier oben direkt... vielleicht einen Erkunder ausschicken. Und hier auch. Und jetzt müssen wir warten.
Ich würde mal einfach speichern. So. Das hier oben sind Gebirge und diese Gebirge enthalten auch immer Erze. Heißt, wenn wir hier einen Gelehrten hinschicken, könnte er uns hier Kohle, Eisen, Gold und ich glaube Granit auch finden. Hier ist der Kerl, der mit den weißen Haaren, der Gelehrte. Und unser Erkunder entdeckt eine große Wiese. Da könnten wir vielleicht einen Bauernhof später bauen. Unser Holzfäller ist fertig. Der nimmt jetzt seinen Job auf, hoffentlich. Steinbruch ist auch schon fertig. Und unser Gelehrter hat hier direkt Eisen gefunden. Das bekommen wir hier auch nochmal über unsere Nachrichten. Ich mache mal hier die Übersicht aus. Jetzt konnte man schön sehen, wie er ruft und winkt. So, nach unten geht es nicht weiter. Das heißt, wir müssen nach oben. Ach, guck an, der hat noch mehr entdeckt. Vielleicht können wir hier den anderen Gelehrten nochmal hinrufen. Und wie ihr seht, unsere Leute laufen immer nur auf den Wegen. Abgesehen von Erkundern, Gelehrten und ich denke so Soldaten, wenn sie auf dem Weg zu einer anderen Hütte sind. Tagebuch. 8. Tag nach dem Schiffbruch. Die Grundlagen für den Aufbau unserer Siedlungen sind geschaffen. Der Baumbestand in diesem Gebiet wird aber nicht lange vorhalten. Um die langfristige Versorgung mit Holz zu gewährleisten, benötigen wir einen Förster. Bauen Sie ein Forsthaus. Jawohl, das schaffen wir. Und dazu benutze ich den Weg, den ich vorhin gebaut hatte. Dann ist nämlich der Förster direkt am Holzfäller. Und wir können uns darauf verlassen, dass der Holzfäller immer genug Holz hat. Tagebuch. Unser Gelehrter hat eine Wasserader gefunden. Nun wären wir in der Lage, mit einem Brunnen Wasser zu fördern. Na, dann machen wir das doch. Da hat er Wasser gefunden. Hat er vielleicht. Da ist der Brunnen. So, können wir hier. Ja, wir können hinter dem Sägewerk vorbei. Und noch keine weiteren neuen Häuser haben wir. Genau. Das Gebirge ist nicht sehr groß, aber das heißt noch gar nichts. Da sind sehr viele Erze drin. Es gibt auch kleinere Schilder, heißt, dass dann hier so ein kleiner roter Punkt ist, dann heißt es, da ist wenig Eisen drin. Aber wenig Eisen ist immer noch besser als gar kein Eisen. So. Wenn wir das Hauptquartier anklicken, dann erhalten wir eine Übersicht mit den Materialien, die wir haben. Wir haben hier 2 Seiten voll. Tagebuch. 11. Tag im 2. Monat nach dem Schiffbruch. Wir wissen immer noch nicht, ob wir alleine auf dieser Insel sind. Vorsichtshalber sollten wir einen Wachposten an den offenen Grenzen zum Landesinneren errichten. Bauen Sie eine Baracke an der nördlichen Grenze Ihrer Siedlung. Tagebuch. 5. Tag im 3. Monat. Durch die Ausbreitung unseres Landes haben wir den Berg im Norden erreicht. Unser Gelehrter sollte sich dort den Boden mal anschauen. Langfristig brauchen wir Brennstoff, Baumaterial und natürlich auch Waffen und gemünztes Gold. Wir müssen also Eisenerz, Gold, Kohle und Granit finden. Das sind die Erze, die ich aufgezählt hatte vorhin. Bauen Sie einen Weg auf den Berg und schicken Sie Ihren Gelehrten dorthin. Okay, wieder Tagebuch. 16. Tag im 6. Monat. Wir haben Eisenerz gefunden und wären jetzt in der Lage, Waffen zu produzieren. Der weiteren Erkundung der Insel stünde da nichts mehr im Wege. Dazu müssen wir aber erst ein Eisenbergwerk und die dazugehörige Eisenschmelze bauen. Eine Waffenschmiede könnte dann die Produktion von Schwertern und Schilden übernehmen. Wir müssen aber auch die Bergarbeiter mit Nahrungsmitteln versorgen. Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht.
Wir brauchen Jäger und Fischer. Bauen Sie ein Eisenbergwerk, eine Eisenschmelze und eine Waffenschmiede. So, und das ist jetzt dieses das Ding. Eisenschmelze, Schmiede. Ich denke, die kann ich hier hinten reinbauen. Uff, okay, das ist jetzt ein unpraktischer Weg. Wir könnten natürlich auch hier durch, das ist ein bisschen schneller. Einen Fischer sollten wir bauen, dann bauen wir den doch hier ans Wasser. Ist das der Fisch? Fischerhütte, okay. Vielleicht geht das so. Ja, das geht so. Können wir jetzt einen bauen? Nein, wir können keinen Bauernhof bauen. Eine Jagdhütte. Gibt es hier überhaupt... Ah ja, da sind ein paar Hasen. Jagdhaus. So. Und eine Baracke sollten wir bauen. Das ist das hier gewesen. Dann setzen wir hier ein paar Fahnen. Und dann würde ich den Weg hier nochmal ein Stück erweitern. Nochmal den Gelehrten rufen. Vielleicht finden wir auch Kohle. Nochmal einen Erkunder. Kann ja nicht schaden. Und dann mal schauen. Die habe ich ja jetzt schon hier gebaut, genau. Was ich sagen wollte, hier auf der zweiten Seite sieht man dann die Einwohner sozusagen und Berufe, die man hat. Das sind die Gehilfen, das sind diese Träger. Bauarbeiter sind gerade alle in Nutzung. Das ist ein Bauarbeiter. Der da hier, der seinen Hammer schwingt, der da. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Bauarbeiter gerade zur Verfügung und an der Baracke ist keiner mehr. Weil wir sehen, wir haben auch keinen Bauarbeiter mehr im Hauptquartier. Wir haben Planierer, Holzfäller, Förster, Steinmetze, das haben wir alles noch. Fischer, Jäger und Schreiner auch noch. Also das sind so die Berufe. Bäcker, Fleischer, Brauer. Genau, und das sind ja sind unsere Soldaten. Wir haben noch 7 Schützen, Gefreiten, keine Unteroffiziere, keine Offiziere, keine Generäle und... Und wir haben 15 Esel. Na dann. Und wir haben immer einen Schützen aktuell im Hauptquartier als Reserve. Wenn also Fremde gegen uns oder generell gegen uns hier angreifen würden am Hauptquartier, haben wir einen Soldaten dort stationiert. Oder immer einen. Selbst wenn wir woanders Soldaten brauchen, bleibt hier immer einer übrig. Genau, das sind so die anderen Materialien und haben wir genug? Wir brauchen ein bisschen mehr Holz vielleicht. Dann baue ich hier nochmal eine Holzfällerhütte und nochmal ein Förster. Wir haben ja das Personal dazu. Das Sägewerk ist auch nicht ganz ausgelastet, das heißt, wir könnten das Sägewerk ein bisschen besser versorgen. Die Schmiede ist nicht besetzt. Da ist er, der Schmied. Oben ohne natürlich. Die Eisenschmelze ist versorgt. Hier sieht man auch, da ist Kohle drin. Hier nicht mehr. Und da läuft ein Soldat. Das heißt, unsere Baracke ist fertig. Und sobald dieser Soldat in der Baracke sitzt, wird sich unsere Grenze hier verschieben. Je größer das Militärgebäude, desto mehr Land kriegen wir. Und jetzt, zack. So, jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, auf diesem Eisen ein Eisenbergwerk zu bauen. So. Wir könnten hier oben auch nochmal eins setzen. Dadurch hätten wir mehr Eisen zur Verfügung. Jetzt brauchen wir allerdings auch Kohle. Und da ist die Frage... So, ich würde mal hier eine Baracke nochmal hinsetzen. Heißt, unser Land hier noch ein bisschen erweitern um diesen Berg rum. Und dann würde ich hier nochmal einen Steinbruch setzen. Dann können wir hier auch nochmal ein bisschen mehr gewinnen.
Aktuell nimmt unser Holz von hier den Weg einmal außenrum runter und dann wieder hoch. Guck mal, ob ich das hier noch vielleicht zusätzlich abkürzen könnte. Na egal, das lassen wir jetzt mal so. Das tut ja nicht weh und wir können hier immer noch ein größeres Gebäude setzen. Hier oben auch noch mal mehr Kunde ausschicken und hier oben eine Fahne setzen für einen weiteren Gelehrten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Unser Brunnen macht genug Wasser. Ich weiß nur leider nicht, wozu wir das Wasser sammeln. Wahrscheinlich dann zum Trinken. Gehe ich mal davon aus. Ich hoffe es jedenfalls. So, wir haben hier unten ganz schön viele Nachrichten. Wir können die auch trennen, die Post in Militär. Denke ich mal Meldungen. Handel vielleicht. Neuentwicklung. Und unser Tagebuch. Ja, wenn wir schon beim Tagebuch sind. Die Versorgung der Schmelzereien ist gewährleistet. Denn wir haben Kohle im westlichen Gebirge gefunden. Nun können wir unsere Metallerze problemlos weiterverarbeiten. Alles entwickelt sich sehr gut. Das freut mich doch. Wo haben wir die Kohle? Da oben haben wir die Kohle. Natürlich knapp außerhalb von unserer Reichweite. Dann warten wir mal. Da kommt ein Brett angelaufen für unser Bergwerk. Nee, für unsere Baracke sogar. Nee, das andere Bergwerk. Unser Sägewerk ist inzwischen auch ein kleines bisschen besser ausgelastet. Unsere Holzfäller, ja, schauen noch gar nicht so schlecht aus. Das zweite Forsthaus lässt noch auf sich warten, aber wir haben ja noch genug Holz rundum. Steine müssten wir eigentlich genug haben. Genau, es liegt wirklich nur am Holz. Die großen Gebäude, die wir dann später haben. Ach, neuer Gebäudetyp, so. Die können wir eigentlich alle entfernen. So, die größeren Gebäude, die wir dann später freischalten, die brauchen Stein. Die jetzigen brauchen das noch nicht so wirklich. Und keine Kohle natürlich nicht. Kannst du hier mal gucken? Genau hier bitte. Komm, ich rufe deinen Kollegen her. Die Fahne braucht man nicht mehr. Da ist der Kollege. Vielleicht machen wir hier auch nochmal eine Abkürzung. Das bietet sich sogar gut an. Ach, er hat auch festgestellt, dass der Weg da lang kürzer ist. Werden wir wahrscheinlich bald diesen Weg hier nicht mehr brauchen. Das heißt, ich könnte theoretisch auch hier diese Ecke entfernen. Tagebuch. Letzter Tag im 8. Monat nach der Landung. Nördlich unseres neuen Außenpostens liegt eine weite, fruchtbare Ebene. Dort ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, unsere Siedlung zu erweitern. Dazu brauchen wir allerdings Soldaten. Erreichen Sie die nördliche Ebene, indem Sie an der Nordgrenze weitere Baracken bauen. Ja, das mache ich ja schon. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Platz gewonnen. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Haben wir was freigeschaltet? Nein. Dann müssen wir wohl weiter warten. Oh, jetzt hier, er kräbt genau da. Kohle, bitte sei Kohle. Ja, haha. Wir haben Kohle gefunden.
So sieht es in der Baracke aus. Wozu die hier oben sind, weiß ich jetzt nicht genau. Wir haben die Info. Die Baracke ist eine recht kleine Hütte, die von ihren Soldaten als Quartier genutzt werden kann. Mit dem Goldmünze-Button können Sie die Lieferung von Goldmünzen an die hier stationierten Soldaten stoppen. Ach, da hängt dann auch ein Schild draußen. Nein, wir nehmen keinen Sold, wir arbeiten umsonst. Abreißen wollen wir nicht. Ah, okay, dieser Button ist Gehe zu. Okay, jetzt gehen hier ganz schön viele Fenster auf. Ich kann ein Beobachtungsfenster setzen. Haha, Bild in Bild und das in so einem alten Spiel. Das sagen wir mal hier. Echt. Oh, was blubbert denn hier? Die Schmelze. Das muss man echt hier loben. Bild in Bild und das bei so einem alten Spiel. Ja, schaut echt gut aus. So können wir immer die Baustelle hier von der Baracke im Auge behalten. Wenn wir denn auch die Baracke im Auge hatten. Wir hatten gerade das Kohlewerkwerk im Auge. Aber eigentlich müssen wir das nicht. Unser Land ist ja noch recht klein. Das können wir noch alles mit einem Blick über, ja, im Auge behalten. Unser Forsthaus wird weitergebaut. Sieht aus, als würde er hier da ein paar Holzbalken zusammenbinden. Unsere Holzfäller sind ausgelastet. Unser Sägewerk ist gut ausgelastet. Förster natürlich. Und unser Jagdhaus nicht mehr. Das hatte ich erwartet. Und wir hatten hier nur zwei Hasen. Wenn ich mich auch richtig erinnere, habe ich mit dem Forsthaus eigentlich nie viel gemacht. Wenn es bei Null ist, könnten wir ja nochmal gucken. Oder dann zeige ich euch, wie das ist, wenn wir was abreißen. Einstellungen. Ach nee, das ist Betrieb einstellen. Genau. So, unsere Steinbrucharbeiter hier unten haben wir auch bald kein Material mehr. Das heißt, wir müssen hier expandieren. Huch. Wir haben eine unendliche Karte. Auch interessant. Wie weit geht's denn seitlich raus? Okay, also unsere Karte ist recht breit. Wasser gefunden. Wo denn? Hier. Ah, die Tür der Baracke steht offen und da läuft ein Soldat. Ich wollte den Soldaten gerade verfolgen. 12. Tag des 9. Monats. Nachdem wir weiter nach Norden vorgedrungen sind, haben wir endlich genug Platz, um größere Gebäude und Bauernhöfe errichten zu können. Jetzt wollen wir das umliegende Gebirge nach Rohstoffen absuchen. Suchen Sie nach neuen Rohstoffen und sichern Sie die Nahrungsversorgung. Erkunden Sie die Insel vollständig. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir in diese Ebene hier mal ein paar Bauernhöfe. Ich würde direkt drei Stück hier bauen. Wenn ihr euch fragt, warum direkt so viel, das ist eine recht gute Zahl. Wir könnten dann hier nochmal einen Gelehrten herrufen, der nach Wasser sucht. Hier oben könnten wir auch nochmal einen Gelehrten rufen, einen Erkunder. Hier könnten wir eine Baracke errichten, damit wir wieder an den Stein rankommen. Und dann einen Erkunder hierher rufen. Und hier hinten nochmal einen Gelehrten und einen Erkunder, damit wir das ein bisschen vorantreiben. Nachdem wir auch einen Bauernhof haben, brauchen wir auch eine Mühle eigentlich.
aber davon ist gerade nichts zu sehen. Ihr merkt schon hier, es ist ganz schön viel Getriebe am Laufen. Und hier unten, ich vergrößere es mal hier mit diesem Beobachtungsfenster. Hier unten haben wir direkt vorm Hauptgebäude eine viel genutzte Straße. Und sie wird sich automatisch upgraden, wenn sie oft genug benutzt wird. Und ihr seht, sobald es noch eine Steinstraße ist und die Metallfahnen stecken, werden Esel zur Hilfe genommen. Das heißt, wir haben einen Gehilfen und einen Esel, die Waren transportieren. Das heißt, diese Straße ist doppelt so effektiv. Und so können wir dann auch sowas vermeiden. Gucken wir das mal genauer an. Das ist eine Fahne, an der sehr, sehr viele Sachen zusammenkommen. Dadurch, dass... Oh. Wir haben eine Goldader erschlossen und wären nun in der Lage, in einer Münzprägerei kostbare Münzen herzustellen. So langsam wird das Leben hier beinahe heimisch komfortabel. Na dann. Dann ist das hier oben unser Gold. Müssen wir leider auch noch auf eine Baracke warten. Ich setze die mal hier her. Und schließe das so an. Dann hat der Bauernhof hier noch Platz für sein Getreide. So, hier zum Beispiel ist eine sehr kleine Kohleader. Da kommt nicht viel raus. Würde ich hier auch nochmal ein Kohlebergwerk setzen, dann haben wir doppelt so viel Kohle. Wenn wir schon Eisen und Gold schmelzen wollen, dann brauchen wir beides. Jetzt hat hier der Förster einen Baum gepflanzt und ich kann hier kein großes Gebäude mehr erstellen. Haben wir noch Steine? Hier. Mir geht langsam der Stein aus. Ich habe hier noch ein bisschen und hier. Ich hoffe, diese Baracke geht schneller voran. Müssen wir mal abwarten. Ja, ich wollte hier unten das Verkehrssystem ein bisschen verbessern. Dazu hätte ich vielleicht... Das bringt uns nicht viel, nee. Das bringt uns gar nichts. Wir haben schon länger nicht mehr gespeichert, dann tun wir das doch mal. Optionen, Spiel speichern. Ich trinke auch mal was. Ihr daheim auch. Schnappt euch einen Tee, ein Wasser. Liegt ein Dino. Ich gehe mal davon aus, dass wir... Oh. Der Bau unserer ersten Getreidefarm ist abgeschlossen. Das Getreide könnte nun in einer Mühle zu Mehl verarbeitet oder auf einem Schweinehof verfüttert werden. Die Versorgungslage würde dann immer besser. Ja gut, dann brauchen wir eine Mühle. Haben wir den Platz für eine Mühle? Nur hier. Mühle. So. Vielleicht können wir dann auch hier diesen Weg nutzen. Dann läuft nicht alles Mehl hier oben runter und wieder herum, sondern es läuft direkt hier durch. Wir könnten natürlich auch direkt hier einen Weg durchlegen. So. Die Baracke ist im Bau, das ist sehr gut. Dann können wir nämlich unsere letzten... Ach, das war der letzte Stein. Dieser Steinbruch ist schon fertig. Ich würde ihn jetzt abreißen. Ja. Und wir haben ein brennendes Feld. Aber wir gewinnen dadurch auch wieder Platz, sobald dieser Haufen
komplett verbrannt ist. So, der ist auch leer. Das heißt, wir müssen mit unseren letzten 37 Steinen entweder haushalten oder warten, bis hier ein neuer Soldat drin sitzt. Hier läuft er. Und da wird ein Schild transportiert. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten nur 7 Soldaten. Inzwischen sind es 8. Obwohl hier gerade noch einer läuft. Und hier noch 2 drin sind. So, das nächstwichtigste ist also hier einen Steinbruch zu bauen. So. Vielleicht auch hier hinten nochmal einen. Und dann den Weg hier außen rum, damit der Bauernhof hier schön sein Feld setzen kann. Es scheint ja soweit zu laufen. Jetzt fehlen uns natürlich noch ein paar Bauarbeiter und die Materialien. Wir lernen aus dieser Situation, denke ich, dass wir das Sägewerk und die Holzfäller in einer Linie bauen. Eisen haben wir, an der Kohle mangels. Dir mangels am Essen. Nee, ich mangels beiden am Essen. Das Eisenbergwerk hat noch ein bisschen. Hier ist auch fertig. Und der hier wird gerade besetzt. Da unten läuft unser Bauer. So, das ist auch sehr schön, dass hier hinten der Steinbruch besetzt wird. Wie schaut es denn aus mit unseren Steinen? Wir haben nur 2 verbraucht, das ist auch gut. Also ihr seht, also das Hauptmaterial ist wirklich, denke ich mal, Holz. Können hier auch einen Weg setzen. Ist vielleicht in der Zukunft hilfreich. Hier unten, wo vorhin kein Platz war, können wir inzwischen auch vielleicht ein zweites Sägewerk bauen. Und dazu nochmal einen Holzfäller. Der kann dann hier direkt liefern. Das ist ganz praktisch. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Holz zur Verfügung. Das Sägewerk ist ja voll ausgelastet. Und ich denke, 2 Sägewerke und 3 Holzfäller ist eine gute Zahl. 2 Förster. Scheint ja gut zu klappen. Die Windmühle könnte eine Bäckerei mit ausreichend Mehl versorgen. Ja. Da will ich nicht argumentieren, aber mir ist der Platz gerade ausgegangen. Dann müssen wir leider warten, bis diese Baracke hier fertig ist. Dann wäre es vielleicht auch gut, wenn wir unsere Mühle... Das ist eine gute Frage. Eigentlich müssten wir hier unten irgendwo Platz für unsere Bäckerei schaffen. Oder dazwischen. Vielleicht kann ich hier eine Bäckerei irgendwo dazwischen setzen. Nee, leider nicht. Ich hatte gehofft, dass hier dann Platz genug wäre. Ja, aber das scheint nicht so. Gut, dann verbinden wir die Mühle wieder direkt mit den Bauernhöfen. So, der Steinbruch ist auch fast fertig. Funktioniert ganz gut, der nicht so. Oh. Ja, die haben auch gerade erst angefangen. Da ist unser nächster Soldat. Gucken wir mal.
So funktioniert das. Oh, den Holzfäller haben sie aber jetzt echt schnell gebaut. So, wir haben hier oben mehr Platz. Unter anderem für eine Bäckerei. Ich würde die vielleicht hier hinten setzen. Nein, da wird es nichts. Ah, dann hier oben. So, da eine neue Baracke. Und hier vielleicht eine Gold. Ne, Münzprägerei. Jetzt müssen wir hier oben nochmal einen Gelehrten rufen, einen Erkunder. Wenn wir schon dabei sind, hier doch vielleicht auch nochmal. Das ist auch nochmal Stein. Dann können wir hier vielleicht eine neue Baracke bauen. Hier halt, das war eine blöde Baustelle. Setzen wir die Baracke hier hoch. Genau. Wenn unser Gelehrter hier nochmal irgendwo Gold findet, wäre das auch schön. Ach so, mit dem Pfeiltasten kann man sich auch bewegen. Und mit S kann man Zusatzinformationen bekommen. Auch die Prozente. Das ist ganz gut zu sehen. Unsere Kohlebergwerke sind nicht so ganz produktiv. Und wir sehen die Mühle. Müllerstraße wird benutzt. Da sieht man auch, wie viele Soldaten zur Verfügung sind. Frage. Ah, okay. Mit C kann man die Gebäudenamen aktivieren. Jetzt machen wir das wieder aus, damit wir was sehen. Sehr schön. Du sollst hier drüben suchen. Genau. Nicht da. Hier oder da. Komm, hier. Nein, nein. Da oben. Mensch. Ich möchte doch wissen, ob da oben Gold ist. Oder wo ich am besten die Mine setze. Findet immer mehr Wasser. Na, vielleicht ist dein Kollege ein bisschen schlauer. Wir haben Gold gefunden. Ja, da oben, das weiß ich. Hier suchen. Hier. Fischerhütte macht sich auch ganz gut. Vielleicht können wir eine zweite bauen. Haben wir denn noch Fische? Wir haben keine Angel mehr. Aber wir haben noch Fische. Bauen wir doch hier nochmal eine Fischerhütte. Thank you.
Und sobald wir können, hier oben auch. Da müsste ja gleich Platz sein. Dann haben wir. So. Das war ein interessantes Geräusch gerade. Dann setzen wir hier oben nochmal eine Mühle hin. Und da nehmen wir nochmal ein bisschen mehr Land ein. Da holen wir nochmal zwei Gelehrten hin. Die sollen mir nämlich hier endlich mal das Gold finden. Darin der Sackmehl. Die Bäckerei verwendet das Wasser. Gut. Und Wasser haben wir auch hier genug im Haupthaus. Na, wo ist das Wasser? Da, 75 Wasser. Ein sehr produktiver Brunnen. Ach, das ist ein Planierer. So, meine zwei. Ihr sollt in die Richtung, nicht in die Richtung. Ihr seid wirklich unmöglich. Ach, die Baracke hier. Setzen wir hier nochmal einen Steinbruch. Da gelehrte Granitvorkommen in den Bergen gefunden haben, ist der Nachschub an Steinen bis auf Weiteres gesichert. Kamerad, ich habe gerade auch Stein gefunden. Das ist dann also Granit. Sehr schwer. Ja, man könnte schon aus. Ja. Man könnte durcheinander kommen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du jetzt hier eine perfekte Goldmine findest. Genau da. Genau da. Und jetzt. Jetzt. Gold. Volles Gold. Oh, naja. Nehmen wir mal. So, aber das Granit sah gerade anders aus. Das ist aus Holz, die anderen haben. Immer das Erz draußen. Ach, hier ist eine. Da ist eine super Goldmine. Da reißen wir die direkt wieder ab. Oh, ich dachte gerade, ihr wollt mich reinlegen. Dann holen wir uns noch einen Erkunder hier hoch. Und hier stellen wir das Granitbergwerk hin. Brauchen wir nochmal einen Brunnen? Kann nicht schaden. Ich hatte vorhin vergessen weiterzureden, als hier dieser Warenstau an der Fahne war. Das sollten wir verhindern mit einer Eselzucht oder so, sobald wir das natürlich können. So sieht es also aus. Und gefällt mir eigentlich. Ja, das hat was. Dem geht's auch ganz gut. Ja. Haben wir genug Sachen. Dir fehlt natürlich Gold. Und vielleicht auch ein bisschen Kohle. Brot ist da. Fisch ist da. Ja. Aber ich habe ja jetzt neue Fische. Damit ist es auch ganz gut. Tagebuch. Ein seltsames Ding haben unsere Gelehrten entdeckt. Es sieht aus wie ein Tor. Offensichtlich waren also doch bereits Menschen vor uns auf dieser Insel. Sogar eine Inschrift in lateinischen Buchstaben entdeckten sie auf dem Tor. Sie ist sehr seltsam und widersprüchlich. Vielleicht ein Rätsel. Consiste ut procederas. Lass dich nieder, um fortzuschreiten. Wer weiß, was das bedeutet. Consiste ut procederas. Ein Tor. Tata. Das ist das Tor. Und ich weiß von meinen Spielen davor, dass wir dieses Tor einnehmen müssen. Und dann haben wir gewonnen.
haben wir schon wieder 30 Minuten lang nicht gespeichert. Das kommt mir aber sehr kurz vor. Spiel speichern. Eine Baracke wurde eingenommen. Das heißt, die Baracke ist jetzt unser größter Antrieb und unser Ziel. Da können wir auch nochmal einen Fischer hinsetzen. Jetzt findet er das Gold natürlich komplett. Wie schaut's denn aus mit Holz? Na, haben wir wieder ein bisschen auf Lager. Nicht so schlecht. Die Fischerhütte läuft auch noch. Sehr schön. Das Sägewerk läuft. Es läuft. Sehr gut. Biegt er auch rechts ab? Ja, einwandfrei. Der Müller schläft. Er sitzt da einfach mit seinem, mit diesem Z über sich. Oh, jetzt schafft er was. Okay. Ich nehme es zurück. Er hatte bestimmt nur Pause. Man merkt eigentlich nicht, dass das Spiel auf schnell gestellt ist. Unser erstes Goldbergwerk wird hier gebaut. Wenn er fertig ist mit seinem Berg aus Gold hier, würde es mich interessieren, woraus der gemacht ist. Wenn wir nur Bretter und Steine benutzen zum Bauen und er danach diesen Haufen Gold hat. Ach, guck an, die Baracke wird auch gebaut. Sehr schön. Das Granitbergwerk wird voll ignoriert. Obwohl das vorher gebaut wurde. Ich weiß, dass es hier auch das ist eine Übersicht. Das ist, wie viel Waren produziert werden. Holz jedenfalls. Bretter. Stein. Ja, da hatte ich sie abgerissen. Das ist wahrscheinlich Nahrung. Unser Wasser ist immer... Ja. Das ist wahrscheinlich in Betriebnahme von diesem Kameraden hier. Bier haben wir nicht. Kohle, ja, schwankt sehr stark. Das ist mir schon immer aufgefallen in dem Spiel, dass das die Erze sind eigentlich immer das Hauptproblem. Ja, ein bisschen hier am Anfang und dann nie wieder. Boote. So, und dann haben wir hier Statistiken. Das hier sind wir. Das hier sind wohl unsere Gegner. Aber, so wie es aussieht, sind wir alleine. Wir haben 13 Soldaten inzwischen. Unsere Produktivität ist ein bisschen gesunken. Sehr schön, wir haben Werkzeuge. Ach, hier können wir einstellen, was wir herstellen in der Werkzeugschmiede. Die wir noch nicht haben. Die kommt in der Schlosserei, die kommt dann noch. Und hier stellen wir ein, welches Produkt häufiger transportiert wird oder schneller transportiert wird. So, ich setze jetzt hier noch eine neue Baracke hin. Und dann sollten wir eigentlich gewonnen haben, wenn die gebaut ist. So, mal schauen. Vielleicht können wir bis dann auch mal ein bisschen Gold herstellen. Noch ist nichts angekommen. Kohle ist angekommen.
Gold haben wir aber noch nicht. Brot ist da, das ist immer gut. Da läuft der Kamerad. Da, der Goldbrocken. Die müssen ja unglaublich stark sein hier, unsere Gehilfen. Wenn die so einen großen Brocken aus purem Gold da hier mit sich schleppen. Zack, verbraucht. Und es blubbert. Jetzt müsste eigentlich direkt eine Münze hier aus diesem Gebäude rauskommen und dann ja, vielleicht hier in die Baracke. Und wieder ein Goldbrocken. Also unsere Goldproduktion läuft echt gut. Hier machen wir mal eine Abkürzung mit rein. Können wir hier eine reinbauen? Nee. Ja, der blubbert immer noch vor sich hin. Wir haben die ersten Goldmünzen geprägt und können jetzt die Ausbildung unserer Soldaten bezahlen. So, mal schauen. Dann ist die jetzt fertig. Da kommt sie raus. Aha. So, und wohin geht die jetzt? Vielleicht wird zuerst ins Hauptgebäude gebracht. Sie ist auf jeden Fall sehr groß. Der Esel hat sie. Na, dann gehe ich davon aus, dass die jetzt hier ins Hauptgebäude kommt. Da müsste sie jetzt kommen. Plupp. Und jetzt ist sie wieder raus. Legt ihr euch gerade selber rein? Also ihr habt gerade die Münze hier runtergetragen, jetzt tragt ihr die Münze wieder hoch. Also den Weg hier hättet ihr euch komplett sparen können mit der Münze. Da kommt die nächste. Ihr macht wahrscheinlich genau das gleiche. Heißt, wir haben wieder gelernt, die Goldmünzerei oder Goldmünzprägerei stellen wir nah ins Hauptgebäude. Ah, sie haben sich gekreuzt. Ach, die ist auch schon fertig. Dann haben wir es ja jetzt schon gewonnen. Da ist er ja schon unterwegs. Und hier haben wir gerade gesehen, wie die Straße ein Upgrade hatte. Auch sehr schön. Die Münze verfolgt ihn. Wird die Münze ankommen, bevor er ankommt? Ich habe Zweifel. Außer sie wird hier reingetragen. Ja, sie wird hier reingetragen. So, jetzt kriegt man eine Meldung. Zweiter Tag des 13. Monats nach der Landung. Gestern begann das zweite Jahr und wir scheinen es geschafft zu haben. Die Gelehrten berichten von seltsamen Aktivitäten am Tor. Es sieht so aus, als habe sich ein Weg geöffnet, der uns von dieser Insel wegführen kann. Das scheint der Sinn des Rätsels zu sein. Man muss sich niederlassen und siedeln, um weiterzukommen. Mal sehen, vielleicht führen ja wirklich alle Wege nach Rom. Sie haben diese Mission erfüllt, das zweite Kapitel wartet schon auf Sie. Ein Tor betreten. Und ich denke, hier können wir ja dann aufhören und mit der nächsten Mission dann weitermachen. Und dann melden wir uns wieder. Danke fürs Zuschauen.